Weiter geht's mit Let's Play Far Cry Primal. Und wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Und zwar, wir sollen nach Blut von Ohrstein suchen. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir welche finden. Natürlich versuche ich hier auch das Schild mitzunehmen, was wir jetzt gerade hier links sehen. Und vor allen Dingen auch da rechts. Wie gesagt, wir müssen unser Dorf irgendwann auch mal ein bisschen weiter updaten. Zack. Oh, was haben wir hier gefunden? Was zur Hölle? Ein Höhlenlöwen. Ein Toten. Also irgendwas hat was gegen Höhlenlöwen. Oder gegen Raubkatzen. Das Problem, unsere Bestie ist auch eine. Wir müssen also höllisch aufpassen. Gut, dass ich so ein bisschen Fleisch eingesammelt habe unterwegs. Aber hier ein Grünblatt. Ist das? Irgendwas Großes, Gefährliches, und das ist das Problem an der Sache. Headshot. Beide. Es waren auf jeden Fall Feinde. Ich weiß nicht, was es getötet hat, aber es ist nicht gut. Sind wir denn hier allein schon mit der Pfeile? Ja, ich weiß. Was müssen wir hier durchsuchen? Das durchsuchen. Gut. Dann stellen wir das mal wieder ein bisschen her. Wir entzünden das Ganze. Und machen aber mal kurz den hier. Warten einen Moment. Wir müssen natürlich. Ich frage mich, was Kraftschutz da an. Was hat unsere Raubkatze da gerade verjagt? Ja. Oh, geh mal weg. Oh, das tut weh. Ja, das ist natürlich super, wenn jetzt eigentlich alles brennt. Scheiße. Und ich wollte mir den ganzen Kram an Ruhe angucken.
Ja, sauber. Boah, die Viecher sind ekelhaft. Was ist das denn? Ein Säbelzahntiger. Sowas könnte ich aber auch gebrauchen mal. Aber jetzt müssen wir jetzt mal gucken. Das war unser Tierchen. Mal geheilt bekommen, dann muss ich gleich. So, hier damit, her damit. So, was war das jetzt? Irgendwie müssen wir jetzt. Können wir irgendwas durchsuchen oder was? Also nebenbei gerade, weil da war irgendwie gerade ein Wegpunkt oder so angezeigt. Eieiei. Richtig gezähmt. Ja, fick dich doch, Alter. Ah, von mir. Ah, von mir. Ah, fick dich doch, Alter, diese Missviecher. Ich kann die Mission nicht machen, weil die Quest nicht machen, weil sie mir tatsächlich die ganze Zeit mich die scheiß Säbelzahnviecher alle angreifen. Schiff. Thank you.
Urusis. Okay, Blut von Urus, das ist das erste Teil. Krieg ich das jetzt ein zweites Mal auch hin? Nagwai. Ja, Naja. Gut, dann hat er das gefunden, dann wird's mal was versuchen müssen. Dann müssen wir nämlich jetzt dahin, wo das Licht leuchtet. Also wieder rüber auf die andere Seite. Vermute ich mal. Ich glaube, Blätter, wofür auch immer wir den brauchen. Wir nehmen die mit. So, wie gesagt, hier ist nichts. Okay, ich dachte mir, das wäre irgendwas. Aber irgendwie war klar, es muss also eine Spiegelung sein. Also müssen wir da irgendwie hoch. Ja, nein, aber da hinten ist wieder Schilf. Das ist gut. Da ist das, also, okay. Das Gute ist, wir haben schon wieder einiges geschafft in dieser Aufnahmesession. Und suche den funkelnden Ort. Ja, das würde ich gerne so machen. Das wäre jetzt die nächste Aufgabe. Oder unsere nächste Aufgabe. Okay, der Fisch ist gerade uninteressant für uns. Schade, ich hätte gedacht, wir könnten ihn jetzt jagen. Also müssen wir mal wieder hochkommen. Also ich wollte mich jetzt ganz außen rumlaufen. Blut von Orofsteine. Wir brauchen 4 Stück, hat er gesagt. Sind wir gerade da? Greifhaken. Dann greifen wir den da hoch. Und gehen dann da hoch. Ich hoffe, so. Da ist einer, okay. Die von Orus Nummer 1. Oh, da sind einige Feinde da unten. Zauber. Geh mal hier auf den Piss. Ich meine, dass sie fast alle zu mir kommt jetzt. Komm, bis hier. Es ist aber nett, dass du bis auf 2 Leute alle mich jetzt holt gerade. Dass hier selber alle kommt.
Genau, das wollte ich eigentlich auch tun. Und den auch. Und dann müssten wir eigentlich Ruhe haben. Ich glaube, da noch mal Ruhe. Ein gutes, braves Kätzchen. So. Gut, dass die Jungs alle zu uns kamen. Hier. Und jetzt ja, oh, vergessener Krater. Wir können jetzt also jetzt quasi den die Gegend mal in Ruhe absuchen. Hier müssen wir uns genau umgucken. Weil wir eigentlich tatsächlich jetzt gerade ja, keine Feinde haben. So, 4 Steine müssten hier irgendwo, also noch 3. Müssten hier noch irgendwo sein. Das sind jetzt aber nicht die Steine, die angezeigt werden auf uns, auf unserer Dings, ne? Scheinbar doch. Dann wissen wir, wo die sind. Nummer 2, Blut von Oros. Ist wieder ein paar Feinde außerhalb. Okay, ist wieder links. Dann gucken wir uns mal um. Der nächste müsste. Oh, Entschuldigung, also. Ja, ja. Was sind hier? Hier. Nummer 3. Der letzte müsste eigentlich. Über uns sein, oder? Ich sehe. Ne, unter uns. Wir haben es also geschafft. Das Blut von Oros. Labe abgeschlossen. Wir haben unseren Freund, den Handwerker da, an unserem Dorf geholt. 37 haben wir mittlerweile schon. Und eine weitere Fähigkeit. So, wir gucken mal uns gerade mal um. Takas Höhle. Okay, Upgrade 2. Die Hütte brauchen wir also 2. Karuschs Hütte. Wir haben Schilf ja genug gerade. Wir könnten also theoretisch sogar. Das für das Dachsfell. Hier fehlt die Mammuthaut. Hier fehlt sogar noch ein Wolfsfell. Also, wir bräuchten noch ein Wolfsfell. Um zumindest Karushütte zumindest mal auf 1 zu updaten. Ein seltenes Löwenfell. Und wir brauchen eine Bevölkerung. Okay. Wunderbar. Ja, brauchen wir nicht ganz hin. Okay. So, gut. Ja. So, wir gucken uns mal gerade auf der Karte um. Was haben wir denn hier noch so? Das war wahrscheinlich das hier. Ich glaube, es geschickt. Okay. Hier könnten wir Wölfe jagen. Sei der Schamane. Gut. Da kommt. Theoretisch wäre sie so zähmbar. Die. Das heißt, wir könnten theoretisch. Wir müssen also wieder ein bisschen laufen, dann irgendwann. Hier ist wieder so ein Außenposten. Ich könnte mal hier den Außenposten. Wie viel haben wir denn noch an Zeit? Was sind wir da bei 20 Minuten? Ich guck mal, wie weit wir jetzt kommen, ob wir den schon schaffen.
könnte den Weg da schon hinschaffen. Jetzt muss ich gucken, dass ich jetzt mal wieder rauskomme. Halbwegs vernünftig. Das war aber auf die Idee kommen, oder wenn wir die Richtung anvisieren könnten. Dann müssten wir eigentlich wieder auf dem Weg sein, da hoch. Ja. Das ist der Plan an der Sache. Ich will nämlich gerne wieder mit den Außenposten dort noch fischen. Moment, wir brauchen wieder Holz vor allen Dingen. Warte mal, dann ist da hinten noch irgendwo Holz, weil ich brauche dringend Holz wieder für Pfeile und so. Den lassen wir gerade mal ein bisschen außen vor. So, alles was Holz ist, so ein bisschen in die Richtung einsammeln. Ich will sagen, ich gucke mir den Außenposten gleich auch erstmal an. Nicht, dass es dann irgendwie heißt, das ist zu viel, das wird schwierig werden. Aber eigentlich, weil wenn das so einer wird wie der eben, also dafür sage ich relativ klein, keine Ahnung, ein paar 55 Leute, oder war das jetzt gerade drin oder so, davon haben wir ja zwei relativ schnell mit der Dings weggesnackt. Also wir kriegen es hin, theoretisch. Also wir sind ja 10 jetzt rum, dann ist es dann einfach so. Weil ich will ihn gerne haben. Ich will ja Step by Step alles machen. Ich will ja alle Außenposten gerne haben und Stoffe sind verfügbar, sehr gut. Da unten ist das Lager, beziehungsweise das ist der Außenposten. Die Frage ist, wie viele Feinde haben wir? Sind drei oder so. So, den haben wir auch weg. Das wirst du bitterlich bereuen, um zu mir hinzukommen. Und hier so.
sehe den aber nicht. Was ist denn der? Hör mal. So, jetzt sind wir mal gut, Kollege. Deswegen wollte ich das irgendwie noch machen. Der zweite von 15 Außenposten gehört uns. Und wir haben unsere eine weitere Bevölkerung geholt. Wir haben einen weiteren Wegreisepunkt uns freigeschaltet. Sehr gut. Was ist denn jetzt wieder? So, den wollte ich irgendwie noch mitnehmen, den Wolf. Weil der war ein bisschen auf. Wir brauchen nämlich das Wolfsfell. Das ist das Gute. Wir brauchen Wolfsfell. Ich glaube, für eines der weiteren. Wir müssen nämlich das Wolfsfell für ein weiteres Haus oder für ein weiteres Update oder sonst irgendwas. Und was war da nämlich gerade? Warte mal, ich gucke mal gerade, was das war. Wir brauchen noch zwei Wolfsfells für unseren Freund Karush. Okay. Hier bräuchte, könnten wir tatsächlich nur das Löwenfell noch haben, dann hätten wir das zweite Upgrade für Tensei's Hütte. Hier brauchen wir die vier Dachsfälle und hier brauchen wir vor allen Dingen Mammuthaut ohne Ende. Super! Und du kriegst mal... was? Was hast du für uns? Nix, okay. So, und ich gehe mal zu diesem Weg. Oh, unser Keul ist wieder. Ich stelle mir den Wegreisepunkt mal. Dass wir das auch haben. Ah, hier liegt ein Bein rum. Okay, gut. Das ist natürlich das, was wir brauchen können. Hier könnten wir uns theoretisch ausruhen. Und dann gucken wir mal auf die Karte. Gut, deswegen habe ich das noch gemacht. War einfach nur ein... Hauptsache, ich habe diesen Wegpunkt. So. Hier hätten wir eine neue Mission. Und zwar Jaima, die Jägerin. Die sollen wir auf jeden Fall unser Dorf bringen. Das machen wir aber dann im nächsten Part bei Let's Play Far Cry Primal, würde ich sagen. Weil wir brauchen da unbedingt mal jemanden. Ich weiß nicht, was doch die. Aber doch die Ideen. Oder vorstellen wir eine Reihe Deicher. Okay. Also, wir müssen da unbedingt wieder eine Höhle rein, so ähnlich wie wir das eben auch gemacht haben. Beziehungsweise dann im letzten Part gemacht haben mit dem Handwerker. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder bei Let's Play Far Cry Primal, würde ich sagen. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir das Ganze bewerkstelligen können. Bis dahin und tschüss.